Hallo, liebe Arcada-Club-Freunde. Ich denke, ich muss euch ein paar Dinge erklären zu Affinity Photo, weil viele frustriert das, was da passiert teilweise. Es gibt so drei Sachen, die immer wieder in E-Mails vorkommen. Einmal, plötzlich ist meine Oberfläche weg. Boah, so sieht's aus und keiner kommt mehr klar und man sucht in Menüs, wie habe ich das gemacht? Ihr seid aus Versehen an die Tabulator-Taste gekommen. Damit kann man nämlich mal ganz kurz die Oberfläche abschalten und wieder einschalten. Und das ist schon mal der häufigste Fehler, der passiert. Und andere zuppeln hier an den Menüs aus Versehen mit der Maus rum und haben die dann alle hier rumliegen und versuchen dann unter Umständen die Tutorials von mir zu machen und sehen dann, ja, andere Menüs, andere Anordnung der Fenster. Das Ganze lässt sich zurücksetzen, indem man hier auf Fenster klickt, dann auf Studio klickt, denn das ganze Fenster ist ein Studio, so stellt sich das zumindest Affinity vor. Und dieses Studio kann man zurücksetzen und dann hat man diese Voreinstellung, so wie es bei der Auslieferung oder beim ersten Start des Programmes angeordnet ist. Und das empfiehlt sich, auf der Basis arbeite auch ich immer. Und dann kommt der größte Frustlevel für die, die von Photoshop umsteigen, denn es passieren komische Dinge beim Ausschneiden von Objekten. Manchmal klappt das nämlich nicht. Und warum das nicht klappt, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Zunächst einmal das Problem. Schaut mal, ich gehe hier auf Datei platzieren, um ein Bild hinzuzufügen. Und ich nehme mal hier diese Pommesschale, damit wir alle bei diesem Tutorial auch Hunger bekommen und ziehe das Bild hier rein. Hier ist dieses Bild nun zu sehen als Ebene. Und nun könnte man denken, man kann sich hier mit diesem Auswahltool so einen Rahmen drüber ziehen und drückt dann Command C und anschließend Command V, um nur diesen Ausschnitt zu haben von diesem Pommes. Schaut man aber jetzt mal in die Ebene, die entstanden ist, dann sieht man, das ist genau das gleiche Bild. Er hat das gar nicht ausgeschnitten aus diesem Auswahlrahmen. Und das ist so ein Verhalten, das bei Photoshop durchaus so funktioniert. Und manchmal auch bei Affinity, aber eben nicht immer. Und ich möchte euch jetzt sagen, warum das gerade nicht funktioniert und wie man das hinbekommt, dass es funktioniert. Zunächst einmal diese Ebene, die wir gerade erzeugt haben, die löschen wir mal. Und um das etwas deutlicher zu zeigen, müssen wir auch die Ebene nochmal löschen und uns eine weitere Grafik hinzuholen, damit wir verstehen, wie Affinity arbeitet. Ja, und das mache ich jetzt mal. Also Datei platzieren und hier mal dieses lustige Vögelchen hier. Das ziehe ich jetzt mal auf. Ihr seht, der Auswahlrahmen ist noch da, den ich eben gezogen habe. Das kann ich mit Command D wegbekommen, deselektieren. So, und wenn wir uns diesen Vogel mal anschauen, dann hat er eine Eigenart, nämlich wenn ich den größer ziehe, dann bleibt er hier einigermaßen scharf. Wenn ich ihn kleiner mache, wird er noch schärfer. Und dieser Vogel liegt in einer bestimmten Größe vor, der Originalgröße dieses Bildes. Und egal, wie ich das jetzt hier verkleinere oder vergrößere, versucht Affinity immer vom Original ausgehend diese Größenveränderungen zu berechnen. Und der Vorteil ist, dass wenn ich das Bild hier ganz klein gemacht habe und es anschließend wieder groß ziehe, es trotzdem scharf aussieht, weil er das nicht von der kleinsten Größe, die eben da war, gemacht hat, sondern wie gesagt immer im Hintergrund von dem Originalbild. Und das ist eben dieses nicht destruktive Arbeiten, dass eben, ja, egal was ich hier auf dem Bildschirm mache, das eigentliche Bild erhalten bleibt, aus dem ich das Ganze erzeuge. Etwas anders funktioniert das, wenn man jetzt hingeht und sagt, diese Größe, die nehme ich jetzt, um die Vergrößerung daraus zu machen. Und um das hinzubekommen, muss man Affinity jetzt quasi sagen, pass mal auf, vergiss mal dieses Originalbild, was ich dir eben gezeigt habe. Das hier, was ich jetzt hier habe, in der Größe ist mein Originalbild. Und das macht man, indem man die rechte Maustaste hier drauf drückt und Rastern sagt. Jetzt wird das Bild nämlich an diese Größe gerastert. Ihr seht auch, der Auswahlrahmen ist hier so ein bisschen zusammengesprungen, ist genau auf diese Grafikgröße berechnet worden. Das heißt, im Speicher ist jetzt nur noch dieses verkleinerte Bild und nicht mehr dieses große Bild vorhanden. Der Nachteil, der kommt jetzt zur Geltung, wenn ich das Ganze nämlich groß ziehe, dann wird das Ganze hier sehr pixelig, weil aus diesem kleinen Bild die Vergrößerung berechnet wird. Das ursprüngliche Bild, was ich hatte, das kennt Affinity nicht mehr. Es hat es verloren durch das Rastern und deswegen kann es damit nicht arbeiten. Und weil Affinity so arbeitet mit diesem nicht destruktiven Verhalten, kann es nicht einfach die Pommes daraus kopieren, wie wir das eben hatten, weil es die Originalgröße noch gar nicht kennt von diesem Bild. Also, um das nochmal konkret zu machen, wir löschen nochmal diese Ebene und holen uns die Pommes nochmal rein über Platzieren. So, hier sind sie, da ist die Pommesschale. Und ihr seht, ich ziehe dieses Bild jetzt auf und im Moment bin ich eben noch in diesem nicht destruktiven Verhalten. Das heißt also, jetzt wird die Verkleinerung aus dem Originalbild errechnet und auch die Vergrößerung aus dem Originalbild. Und wenn ich jetzt hier anfange, einfach was rauszuschneiden, dann weiß Affinity einfach nicht, aus welcher Größe ich das eigentlich machen möchte. Ja, weil das Bild, das Originalbild, eine andere Größe hat und eben nicht in dieser Auflösung vorliegt, die ich jetzt hier gerade haben will. Also, um
das machen zu können, dass ich aus diesem Bild was rausschneide, muss ich Affinity erstmal sagen, die Pommes, so wie sie da sind, die sind jetzt in der richtigen Größe, daraus erzeugen wir jetzt die Kopien. Also vergiss das Original, was du kanntest, und nimm das, was ich jetzt hier auf dem Bildschirm habe, als das neue Original. Also zunächst einmal muss ich deswegen diese Pommes, wenn ich die Größe in Ordnung finde, rastern. Dann sind sie gerastert, und wenn ich jetzt Command C drücke, dann weiß Affinity, in diesem Rahmen auf dem Bildschirm sind die gerasterten Pommes, also die in der Größe entsprechende Bildqualität. Und jetzt kann ich Command C und Command V drücken, und schaut mal, wenn ich dann jetzt das abschalte, dann habe ich tatsächlich die Pommes ausgeschnitten. Und solange ich die Bildebene nicht rastere, also sobald ich nicht Affinity sage, das ist jetzt das Bild, so wie ich es haben will, in der Größe will ich es auf der A4-Seite oder auf dem Format, was ich gewählt habe, eben haben, solange kann Affinity nicht die Kopie erstellen aus einem Ausschnitt aus diesem Bild. Und das ist etwas, was viele frustet, wenn sie sich da ein Bild reinziehen und sagen, jetzt schneide ich mir das mal schnell aus, und es klappt überhaupt nicht mit dem Ausschneiden. Das funktioniert nämlich tatsächlich erst nach diesem Rastern. Man muss eben überlegen, wann man das macht. Ja, wenn man sagt, okay, das ist jetzt tatsächlich die finale Größe meines Pommesbildes, dann drücke ich rechte Maustaste, raster es, und dann kann ich daraus diese entsprechenden Ausschnitte kopieren, verändern, ja, und mir eben zurechtschneiden und anpassen. Das muss man so ein bisschen verstehen, weil da arbeitet wirklich Affinity anders als andere Programme, und das ist am Anfang wirklich ein bisschen frustrierend, weil man mal ganz schnell da was rausschneiden möchte und das dann nicht funktioniert und man sich denkt, warum nicht? Ich mache doch alles richtig. Aber es ist eben anders von der Philosophie her. Er möchte wissen, wann soll er diese Größe aus dem Speicher vergessen, die dem Originalbild entspricht, und wann soll er auf diesem Bildschirm eben mit der Größe arbeiten, die man da festgelegt hat. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt. Und einigen ist das klar, wie das jetzt funktioniert. Und damit wollte ich euch so ein paar Tipps und Tricks mitgeben, um mit Affinity ein bisschen besser zu arbeiten. Übrigens, auch da ist die Version egal. Affinity Photo Version 1 und 2 arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Und das ist kein Fehler in Affinity, sondern ein Feature, eine Funktion, die sinnvoll ist, weil man eben durch diese Verkleinerung, wenn man die Pommes eben klein gemacht hat und die dann wieder groß zieht, die Qualität nicht beeinflusst, wie wir es eben beim Vogel gesehen haben. Wenn man den eben klein rastert und dann vergrößert, wird er pixelig. Und das passiert dann bei Affinity eben nicht, solange man das eben noch nicht rastert. Also, weiterhin viel Spaß mit den Programmen.